Es ist geschafft. Weihnachten ist Friedenszeit. Auch in Bayern endlich die Verständigung, auf die die Völker warten. Am Tag nach dem Friedensschluss zu Besuch beim Karikaturisten Dieter Hanitsch. Ein Friedensbild entsteht. Schon, aber Söder und Seehofer mit, Teufelshörnern? Sind zwei in inniger Feindschaft verbundene große Alpha-Tiere. Ganz klar. Und die beiden müssen so tun, als ob sie sich richtig lieb haben jetzt. Was natürlich ein völliger Unfug ist. Und ich bin ein bisschen fast als Staatsbürger ein bisschen beleidigt, dass sie uns das zumuten, dass wir ihnen das abnehmen. Aber trotzdem, die Teufelshörner werden ausradiert. Vielen Dank. Versuchen wir es doch. Weihnachten ist die Zeit der Harmonie, wie beim Tandemfahren. Richtig, einer lenkt, der andere vertraut und strampelt mit. Hatten wir schon mit 12-monatigem Erfolg. Wobei, der Fachhändler kann Tandemfahren für Teams unter Stress nur unter einer Voraussetzung empfehlen. Wenn man miteinander harmonisch umgeht, dann wird das auch funktionieren. Ja? Ist man aber gemeingefährlich unterwegs und will dem anderen Böses, dann wird man das Ziel gemeinsam nicht erreichen. Ja? Sondern dann wird dann irgendwann einer absteigen und sagen, was Spezi, rutscht mal einen Buckel runter. Die Menschen zu überzeugen, das funktioniert zwischen den beiden, kann nicht mit Befehl und Gehorsam beantwortet werden, sondern nur im Miteinander, in der Teamlösung. Weil wir haben tatsächlich immer dann, wenn es besonders schwierig war, am engsten und besten zusammengearbeitet. Das hört sich doch gut an. Aber Dieter Hanitsch zückt dann doch noch mal den Stift. Engelsflügel bekommen die beiden Landesfürsten und hinter dem Rücken lauert ein Messer. Wobei, eine Chance für den echten Weihnachtsfrieden sieht Hanitsch dann doch. Söder weiß, dass der Seehofer alles getan hat, um ihn zu verhindern. Das ist natürlich auch nicht nett. Aber er kann sagen, jetzt habe ich gewonnen und jetzt bin ich als Sieger großmütig. Das ist möglich. Also wenn er diese Größe bringt, dann könnte es vielleicht sogar hinhauen. Das ist möglich. Ja, wer weiß.